Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Minecraft Kreativ mit mir, Ingo Viva. Und wir waren letztes meine Stimme. War letztes Mal stehen geblieben hier. Vorletztes Mal bei der Brücke. Haus war fertig, also fast fertig. Und jetzt bauen wir als erstes ein Eispalast. Das hatte ich ja gesagt, das machen wir. Und ja. Der wird hoch. Der wird echt hoch. Da müssen wir erstmal noch hier ein bisschen noch die Sachen wegmachen, hier die Büsche und sowas. Aber egal. Ein bisschen Arbeit gehört ja immer dazu. Kennt ja jeder von euch. Oh, nee. So, was gab's diese Woche? Diese Woche. Oder. Ja, letzte Woche eigentlich schon. Nee. Diese Woche. Denk mal, habt ihr alle von gehört? Von dem Anschlag. Also dem. Ja, Bombendingsbums da bei Marathon in Boston. Und. Da war ja in den Medien und ich dachte erst so, was, Bomben da in Amerika wieder? Mein Gott, jetzt haben schon wieder die Taliban greifen da an. Aber nein, doch nicht. Das waren zwei Brüder. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Land die kamen. Die haben sie aber jetzt schon. Und ja, war ein bisschen, gibt es halt eine Aufnahme davon, da wo die ganzen Leute sind. Und ganz ehrlich, also ich persönlich, weißt du, wenn man schon so einen Scheiß macht, warum denn immer dann gegen, ja, Zivilpersonen? Das ist sowas von, ja. Kacke einfach nur, weißt du? Um klar Aufmerksamkeit zu erregen, ne? Ist ja klar. Weil wenn die sagen wir mal, eine Bombe hochgehen lassen würden und da wird keiner bei sterben oder sowas, das wird ja theoretisch nichts bringen. Weil Leute sagen, ja, mein Gott, da ist eine Bombe hochgegangen. Das wird auch gar nicht in den Medien sein. Aber sobald dann halt Leute sind, klar. Aber aus welchem Grund die das gemacht haben, das wissen sie noch nicht, weil die müssen noch den jüngeren Bruder noch befragen. Der liegt im Krankenhaus. Und ja, da werden wir dann mal gucken, was das noch so bringt. Also was der sagt da, warum überhaupt, ob er überhaupt ein Geständnis dafür bekommt, also abgibt. Wäre auf jeden Fall sauig, also wirklich ganzen Scheiß, ey. Weißt du, es gibt ja schon genug Krieg, so. Und weißt du, da muss auch noch so ein paar Idioten müssen dann glauben, ach ja, komm, ja, lagen, jagen wir noch da so ein paar Bomben hoch da und ja, töten dabei ein paar Menschen. Und da war ja drei Leute, die gestorben sind. Darunter, glaube ich, ein kleiner Junge. 11 Jahre, glaube ich, irgendwie sowas. Also irgendwie ganz jung noch. Und zwei andere Leute. Ich weiß jetzt nicht, wie alt die waren. Und das ist echt, also, naja. Muss nicht sein. Das war so eine Nachricht, die ein bisschen, ja, wieder scheiße war. Und sonst eigentlich ja nachrichtenmäßig. Ja gut, sonnemäßig. Gut, heute ist ein bisschen komisch das Wetter, auch schon die ganzen Tage. Erst schön warm gewesen, dann wieder kalt, ey, das ist ja auch immer Kacke. Ich hatte schon extra bei mir zu Hause Heizung komplett ausgemacht, ey. Und Fenster auf und am Lüften und richtig schön. Er hat mir meinen Ventilator schon hingestellt neben PC, damit ich, wenn ich zocke oder sowas, oder halt so, dass ich ein bisschen frische Luft habe. Weil hier im Dachgeschoss, die es noch nicht wissen, ich wohne ja im Dachgeschoss, ist es ein bisschen dann, wenn die Sonne reinprahlt, volle Kanne, aber ich habe auch keine Jalousien oder sowas, ist es halt ein bisschen warm und habe ich mir mal letztes Jahr irgendwie so einen Ventilator gekauft. Und ja, schon aktiviert, ey, und war auch richtig geil. Ja, und jetzt wurde es wieder kalt. Auch so ein Scheiß, ey. Immer dieses Wetter, den Umschwung, ey. Das liegt aber wirklich. Könnte ich mir vorstellen, wirklich an der Erderwärmung da zu tun. Weil wenn man mal so sieht, was sagen wir mal so Amerika und Asien und sowas da an CO2 wirklich verbläst dann, ne? Das ist schon nicht mehr schön. So, wenn ihr euch jetzt wundert, warum ich das hier irgendwie ausbessere. Ich will halt eine gerade Fläche bekommen. Das unten, das mache ich jetzt nicht, aber halt so. Und ja, sollte eine gerade Fläche werden. Gut, da wollte ich ja nicht weitermachen. Aber sonst ist bei mir nichts so Großartiges passiert. Nö. Und ich will mal echt gucken, wie da so ein Eispalast wirklich aussieht, weil. Rutschig. Aber auf jeden Fall, genau, das wird rutschig genug. So. Und ich muss mich nochmal entschuldigen. Für, dass wir im Moment keine Togethers hochladen. Das nervt mich persönlich richtig fett. Und mein Bruder genauso.
mal, ich habe ja gesagt, der steckt im Moment in Prüfungen dafür die Abschlüsse drin und sowas. Und das ist einfach Kacke, ey. Ah, dann wollen wir, haben wir Zeit, also habe ich Zeit, dann hat er keine Zeit oder dann spackt sein doofes Scheiß Internet und sowas. Und müssen wir mal gucken, wann wir aufnehmen. Darum kam auch heute noch keine Minecraft-Kreativsache und wird auch gleich nicht erscheinen, weil einfach das Internet und auch so zeitmäßig nicht hingehauen hat, irgendwas aufzunehmen dafür. Und auch die anderen Togethers. Und das ist echt scheiße, ey. Weil klar, die Leute, die es gucken und von euch, die, ja, denke ich mal, warten dann da drauf und denken sich so, ah, cool, gleich kommt vielleicht wieder sowas, ne? Also, gleich kommt wieder eine Folge Herr der Ringe oder Saints Row oder sowas. Ja, und dann auf einmal nischt. Das ist Kacke. Also, es ist wirklich jetzt nicht irgendwie, dass wir keinen Bock haben, sondern halt zeitmäßig bei ihm. Und weil wirklich letzte Woche wollten wir aufnehmen, noch gestern und so. Ja, einfach nicht geklappt. Naja. Und Ersatzthema hatte er auch keine Zeit dafür. Ich hatte auch keine Zeit. Aber gut. Ist halt mal so. Dafür haben wir schon ziemlich viel immer hochgeladen. Oh, es wird wieder tags. Tagsüber. Jetzt hatte ich mir letztens, habe ich mit Big Mana so ein bisschen drüber geredet, da ja, mit Sendungen, was wir so machen werden. Und ja, haben schon gute Idee, was wir machen, weil wir haben ja jetzt am 29. haben wir die Jubiläumssendung und schaut einfach mal rein. Ich weiß ja nicht, wann wir so hochladen. Erstmal ein bisschen so machen und dann hochladen, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall. Ja, haben wir schon ein paar gute Spiele uns ausgesucht. Drei Stück, aber ich verrate nicht welche. Und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Und am nächsten Monat, ey, war 24 Jahre alt, ey. Oh, mein Gott. Und da gibt es auch nochmal eine Sendung. Das ist am 3. Mai. Kann ich schon mal verraten. Ja, da kommt auch eine. Das ist mein Geburtstag, also. Gut, 24 ist eigentlich nichts Besonderes. Letzten Monat Big Mana mit 18, das ist ja schon was richtig Besonderes. Aber trotzdem, ist auch nicht schlimm. Und dann dauert es auch nicht mehr lange. Dann haben wir noch den Juni, dann den Juli und dann im August ist die Gamescom. Und da hatten, habe ich da schon was zu gesagt? Weiß jetzt gar nicht. Ja, doch. Und dass wir uns da, vielleicht, wenn ihr mal uns anschreibt, können wir uns ja vielleicht da mal verabreden, wenn ihr auch dahin kommt an dem und dem Tag. Termin, Karten haben wir uns schon gekauft. Das ist der Freitag. Anderen Tag müssen wir mal gucken, ob wir noch hinkommen. Mal schauen. Auch wegen zeitmäßig und so. Aber wenn, wie gesagt, einer von euch da ist und Bock hat irgendwie vielleicht, dann ja, einfach melden, Kommentar schreiben oder halt persönliche Nachricht. Und ja, dann werden wir uns bestimmt da mal sehen und dann können wir mal irgendwas machen. So. Ich weiß auch gar nicht, ob man an einem Tag das schafft oder so. Ich weiß nicht. Aber ihr könnt ja vielleicht mal mir das mal sagen. Die jetzt schon auf der Gamescom waren von euch. Beim letzten Mal. Wie das so ist mit der Zeit. Ob das machbar ist, an einem Tag sich so fast alles anzugucken. Oder ob ihr sagt, boah, ne, der Jungs, ey, da müsst ihr unbedingt noch einen zweiten Tag kommen, um euch das anzuschauen. Und das wäre auf jeden Fall hilfreich. Auch noch wegmachen. So. Gut, dann haben wir. Mein Gott, nicht zu weit. Sowas schon mal fertig. So, jetzt die Sache. Wie baue ich das am besten? Einfach nur gerade hoch ist ja langweilig. Das muss ja schon irgendwie, ja, geil nach oben gezogen werden. Und ich habe schon so eine Idee, dass ich das so, das ist so ein Grundgerüst, so. Und dass ich das dann, ich weiß zwar nicht, wie gesagt, wie das geht, wenn ich jetzt so, so mache und das beides kaputt mache. Zack, da habe ich ja so. Und dass ich das dann so zack, zack hochbaue und dann wie so ein,
spitzes Turm, aber oben wieder so eine Sanduhr, eher gesagt, das wieder dann, aufmache. Da muss ich mal echt mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, ich muss mal kurz was ausprobieren, ob man, wo sind sie? Da. Ob man Leitern, nein, geht nicht. Scheiße. Na, ist nicht schlimm. Dass ich das so baue. Jetzt muss ich nur mal kurz schauen, wie das so hin... Also wenn es klappt, sagen wir, ich mache das nochmal weg. Da habe ich ja jetzt 1, 2, 3, 4, oder? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Steine. So, jetzt mache ich mal an allen Ecken 5 Steine hin. 5. So, andere Seite. Runter. 1, 2, nein. 2, mein Gott. 3, 4, 5. So. Und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. So. Und wenn ich das jetzt verbinde. Wenn ich jetzt also, wie gesagt, da ein Stein, da ein Stein, da ein Stein. So, zack, zack, weg. Wieder zack, zack, zack. Weg, weg. Nein, falsch rum. Ist eigentlich egal, wie rum. So, wie hoch soll ich das machen? Wie weit? Das ist auch die Sache. Ich glaube, ich mache das noch zwei, drei Stufen. Komm, machen wir drei Stufen. Eins. So. Da oben. Nein. So. Drei. Oder zwei. So. Genau. Jetzt mit der anderen Seite genauso. Das sind jetzt insgesamt sind das... Also ich bezähle... Puh, da war gerade ein Leck drin. Alter Vater. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Okay. So. 1, 2, das erste. 1. Nein, falsch. So. Weiter nach oben. Mach ich es lieber so. Das müsste ja auch klappen, wenn ich mir jetzt nicht vertue. Ist es das schon? Jo, ist es schon. Okay, können wir das wegmachen. Das wegmachen. Dat. 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 Geht doch. Ja. Gut. Und jetzt da genau das Gleiche. Jetzt was richtig gemacht? Ja. Habe ich. Das müsste es auch schon wieder gewesen sein. Klick, klick, klick. Immer nur am Klicken hier. Ich weiß mal, eine Zeit lang habe ich Minecraft so intensiv gespielt, also halt gebaut, dass ich wirklich, ein bisschen Fingerschmerzen hatte. Klingt komisch, ist aber so. Weil wirklich vom ganzen Klicken, zack. Und ich kann Minecraft nicht mehr so wie früher am Stück so lange spielen. Irgendwann kriege ich, weiß ich nicht, wird mir schlecht. Von dem ganzen Bauen hier, ey. Oh, das ist schon zu weit. So. Okay. Auch mal weg. So. Alles richtig. So, jetzt verbinde ich die Dinger. Meistens wird man immer kreativ, wenn man gerade baut. Manchmal habe ich überhaupt keinen Plan. Da bin ich da, ich habe zwar so einen groben Überblick, wo ich denke so, ah ja gut, das machst du, das machst du, das machst du. Aber ob das dann wirklich das ist, was ich wirklich machen möchte, ist dann wieder die andere Frage. So, jetzt habe ich das auch, jetzt verbinde ich dann diese Steine so. Ich kann mal vielleicht mal eine Hälfte machen, dass ihr es mal seht, wie ich das machen möchte. Was ja cool wäre, wenn man jetzt Lava machen könnte, aber Eis und Lava verträgt sich nicht.
nicht so gut. Darum lassen wir es mal lieber. Okay, und noch. Ja gut, und das ist jetzt hier so. Das geht dann gerade runter. Genau. So. Und das andere auch verbinden, klar. Und dann hier oben, da, wie gesagt, wollte ich das so machen, dass ich dann so. So. Dass ich dann wieder zurückgehe, das Ganze. Wie gesagt, ich weiß halt nicht. Warte mal, so. So, so. Nein, verkehrt. Zu weit. Das darf ja auch nicht zu heavy sein. Ich glaube, so. Das ist dann, wenn ich den jetzt wegmache, ich zähle es gleich nochmal. Wenn ich brauche ich nochmal Bücher, ist ja kein Problem. So, da habe ich dann 1, 2, 3, 4, 5. 5, das sind aber 6 gewesen. Also. Ach Mann. Genau. So, dass dann wieder da offen geht. Das ist dann ein Haus, also Kopf, also, wie kann man sagen, wie so ein ja, Spiegelbild. Das ist dann halt, zack, geht das ein bisschen nach hier oben hin. Und das ist hier groß eine Fläche. Und dann von dort aus geht es dann wieder weiter. Und dann würde ich sagen, ich gucke gerade auf die Uhr. Ja, wir haben es wieder geschafft. Ihr habt mich wieder ertragen. Und würde ich sagen, bauen wir beim nächsten Mal weiter bei diesem Eisschloss nächste Woche. Und wie gesagt, wir bemühen uns, Togethers aufzunehmen. Aber wie gesagt, wir können nichts versprechen, dass wenn irgendwas sein sollte. Ach, das war nur ein Fehler. Dass dann plötzlich doch nichts kommt, kann passieren, wie gesagt. Wir bemühen uns. Und ja, mal schauen. Seid uns auf jeden Fall nicht böse. Und guckt uns trotzdem weiter. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Minecraft Kreativ mit mir, Ingo Viva. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.